Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gerade eine kleine Roomtour gemacht, obwohl ich gerade gemerkt habe, dass ich ganz nass bin von meinen Haaren, aber ist ja egal. Ich wusste nämlich nicht mehr, ob wir es beim Ankommen schon gemacht haben und wir ziehen ja heute nochmal für eine Nacht in eine Waterfront Beach Villa. Also das zweithöchste, haben ein Upgrade bekommen und das haben wir gesagt, naja, klar, können wir mal im Vergleich anschauen. Und deswegen haben wir jetzt nochmal schnell eine Roomtour gemacht, haben gerade ein bisschen aufgeräumt und ja, jetzt hatten wir gerade auch zum ersten Mal unsere Terrassentür auf, hatten wir die ganze Zeit noch nicht. Und jetzt, was machen wir jetzt? Nochmal ein paar Fotos? Ja. Jetzt können wir nochmal ein paar Fotos machen vor dem Frühstück und während wir dann beim Frühstück sind, soll angeblich unser Umzug stattfinden. Richtig. Jawohl. Sind wir mal gespannt. Ja. Tschüss, Palmenwald. Und dann haben wir den Strand vor der Tür. Direkt. Quasi aus der Tür ins Meer gefallen. Ja. Für eine Nacht noch. Ja. Aber wir haben uns gedacht, klar, gucken wir uns mal an. Einfach mal zum Vergleichen. Wollen wir. Wollen wir los? Lass uns los wollen. Na dann komm. Na dann komm. Wo wollen wir denn hin? Raus. Ach. Boah. Also, wenn mir das jetzt nicht gesagt hätte. Ja, siehst du, na dann komm. Ja. Wir lassen bei Stella jetzt die Luft raus. Ich glaube nicht, dass wir sie heute noch brauchen. Wir haben ja heute, wollten wir ja schnorcheln dann. Ja. Deswegen wird Stella jetzt platt gemacht. Ist vielleicht auch einfacher, wenn wir umziehen, weil ansonsten wäre es bestimmt lustig, wie sie Stella auf den Buggy legen. Ach ja, tschüss unser Busch vor der Tür mit diesen wunderschönen Blüten. Ach ja, die liegen auch immer mal wieder irgendwo am Boden rum. Rote, weiße, sehr, sehr schön. Ja. Haben übrigens einen sehr, sehr süßen Duft, sehr, 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 sehr schön. Habe ich heute zum ersten Mal richtig gerochen. Die Tage habe ich so richtig Blüten eigentlich nie gerochen, aber heute bin ich hier durchgelaufen und irgendwie roch es sehr, sehr süß nach Blumen. Schön. So, Stella, das war's. Urlaub ist zu Ende. Oh. Meine Haare trocknen aber noch. Da liegt schon ein Handtuch auf der Liege. Hat schon jemand morgens reserviert. Muss ein Deutscher sein. Klischee, ole. Aber muss so sein, oder? Kein Klischee. Das ist erwiesen. Ja gut, die Deutschen haben so die Neigung, ne? Ist hier zwar eigentlich nicht nötig. Naja, wobei, die Besten liegen in den schönsten Ecken, unter den tollsten Palmen. Ja. aber ist ja so ein bisschen so eine deutsche Mentalität. Ist hier aber nicht notwendig. Das Gute ist, dass man ja immer noch seine auf der Terrasse hat und wenn man sich mal die Arbeit macht, die 5 Minuten aufwendet, kann man seine Liege natürlich auch überall hinschleppen, wohin man möchte. So schwer sind sie ja nicht. Dann lässt man die da stehen. Wenn jetzt hier an der Sandbank vorne keine frei sind, holt man halt seine, ne? Oder? Ja. Das ist ja Gott sei Dank kein Problem, weil das sind ja die Liegen, die für alle verfügbar sind. Und dann hat man ja auf der Terrasse nochmal die eigenen Liegen. Ja. Wenn ihr Männer dabei habt, lasst ihr die einfach schleppen. Oder selbst ist die Frau heutzutage und schleppt sie selber. Ist eine Option, aber ihr versteht das schon. Die Männer machen es natürlich gerne. Aber die Männer machen das Frau gerne. Vorkommen und so sagen. Nein, nein. Und wir Frauen lassen die Männer das gerne machen, damit ihr euch maskulin und stark fühlt und für uns sorgt. Weiß. Okay, also jetzt das Klischee. An alle selbstbewussten Frauen, tut mir leid, was da gerade gesagt wurde. Ja, mir auch. Aber das habe ich ja nicht gesagt. Das habe ich nur gesagt zum Ego der Männer. Ja, ja. Klar. Weißt du, weil Männer das ja auch manchmal brauchen, dieses Beschützer-Versorger-Gefühl. Ich habe dir eine Spinne vom Kinn geschnipst. Oh nee, darüber reden wir nicht. Das war so furchtbar und ich habe das nicht mal bemerkt. Oh Gott. Und er hat nur gesagt, nicht bewegen, nicht gucken. Nicht gucken, nicht gucken. Ja, ist doch gut. Guck jetzt nicht. Was muss man tun, damit jemand sofort den Kopf rumreißt und guckt? Sag, guck jetzt nicht hin. Ich habe gesagt, nein, nicht bewegen. Nicht gucken, konntest du eh nichts sehen. War direkt ja, und was? Wenn jemand, da bleibst du cool, oder? Wenn jemand zu dir sagt, beweg dich nicht. Guck jetzt ja nicht. Ja, das Erste, was du machst, ruhig bleiben und dich nicht bewegen. So, normalerweise erstmal Kopf rum und was ist los?
Ich bin geblieben, die Kaninchen. Ich habe schon befürchtet, dass das was Schlimmes ist. Und hier auf den Malediven weiß ich ja nicht, ob es giftig ist. So. So. Unsere Sandbank. Von wegen, hier ist nicht warm, hier ist warm. Es ist warm auf den Malediven. Wer hätte das jetzt gedacht? Wir machen Fotos mit unserem Stativ. Das schaut immer aus, wenn man bei uns reingeht in die Hütte. Da steht dieses Stativ mit der Kamera. Das sieht immer aus. Jetzt würden wir mal weiß, was für Videos drehen. Kenner sehen, dass da ein Objektiv für die Ferne mit dabei ist. Ja. Kenner sehen das sofort. Ja. Aber es sieht immer aus, du kommst rein und vor dem Bett steht dieses Objektiv. Eine andere Kamera. Ja, klar. Da haben wir andere. Nein. Da kommt eine GoPro, eine Action-Kamera. Da kommst du mal rein und direkt vor dem Bett steht dieses Stativ mit der Kamera. Das schaut immer aus. Vielleicht habe nur ich so böse Gedanken. Kann natürlich auch sein. Was ist das? Irgend so ein fetter Barsch. Irgendein Brass. Was ist auch Fleischwasser? Echt? Oh. Stimmt, das müssen Zitronenhaie sein. Die werden nicht so groß. Die sind leicht gelb. Red doch kein Blödsinn. Ein Zitronenhai wird 2 Meter lang. Hi, hier sind gerade viele Haie unterwegs. Ich sitze hier, meine Füße baumeln und unter mir sind die Haie. Das ist cool. Shark Water. Ach, wie schön. Hier ist ja was los morgens. Ja, morgens 7:30. Wir sind hier auf dem Steg zu den Wasserwellen und zwar vorne an dieser großen Sandbank. Was sind das für Nummern? Die 700er Wasserwellen, genau. Hier, wo auch die Strömung so ein bisschen stark ist an der Nordspitze. Und hier ist morgens anscheinend echt was geboten. Also wir wissen nicht, ob jeden Morgen, aber momentan, hier geht die Post ab. Krass. Warum werde ich damit tauchen? Du willst morgen schnorcheln? Vielleicht, ich weiß, ob sie morgen noch da sind. Ich lege mich dann einfach ins Wasser und schnorchel. Ich mich am besten hier hin, halte mich irgendwo fest und warte einfach ab. Das mache ich auch. Ich setze mich da auf so einen Holzbalken. Ich weiß halt nicht, was das für große Fische sind. Okay, das sind kleine Haie, aber trotzdem sind die Fische ja genauso groß. Groß. Ich möchte da am liebsten jetzt auch ins Wasser, obwohl ich ja Angst vor Haien habe, auch wenn sie klein sind. Wir versuchen gerade mit meiner Kamera zu filmen, weil da oben in den Bäumen sitzen lauter Flughunde und quatschen oder streiten. Die haben wir bei Tag noch nie so gesehen. Wahrscheinlich ein Ehepaar, ja. Die sind nämlich immer nur am Zoffen. Da, die schwarzen Punkte sind sie. Ich versuche dann noch ein paar Ausschnitte gleich von meiner anderen Kamera einzublenden, weil die einen besseren Zoom hat. Also, er versucht es gerade mal. Das ist so cool, die Flughunde da zu beobachten. Ich habe versucht, sie zu filmen. Ich hoffe, es ist nicht zu verwackelt, weil ohne Stativ mit dem Zoom. Aber ich habe es versucht. So cool, alles voll. Da oben sitzen sie. Und unser Tierfotograf gibt alles. Lieber besser. Nicht her. Schön.
Überall diese schwarzen Punkte da oben. Seht ihr das? Da. Total cool. Ja. Ja. Was denn? So viele Tage habe ich nicht mehr. 15 Minuten stehen wir hier für deine Tierdoku. Ja, das und? Ist auch okay, aber die tun ja nichts gerade. Ich versuche sie halt gut reinzukriegen. Männer, überhaupt keine Geduld. Männer müssten sich mal überlegen, wie lange die Doku Planet Erde gedreht wurde. Ja, haben sie ein Jahr lang oder länger hier Kameras rund um Globus aufgestellt. Das hat gedauert. 15 Minuten. Wurden nur aufgestellt. Ne, wir hätten sie ja auch hinstellen können. Du hättest warten können und ich gehe zum Frühstück. Du wolltest es filmen. Du bleibst wartest. Männer. Na, versucht man hier niveauvolle Doku zu machen. Das ist schon eine niveauvolle Doku. Das ist schon noch zu Hause. Ist es auch. Aber trotzdem soll es ja gut sein. Weil es hat jetzt schon gewackelt, weil wenn der Zoom mit dem starken Zoom, wenn ich dann kein Stativ habe, dann kann es sein, dass das sehr ruhig aussieht, während ich das filme. Aber wenn man es dann hinterher sieht, dann... Ja, mal gucken. Bildstabilisator. Vorletztes Frühstück. Vorletztes Frühstück. Ja, wir sind immer noch satt vom ersten hier, von daher... Diver's Night. Diver's Night. I will take a Kakao. Voll das englische Wort, ne? Kakao. We are so German. So, hier gibt es übrigens auch verschiedene Brotarten und Toast. Einmal normalen und einmal Vollkorn. Ich habe jetzt mal den weißen genommen. Der wird jetzt schon getoastet. Ich trinke wieder meine heiße Schokolade. Würde unser Kellner, ist übrigens er hier, mir auch bringen, aber ich hole mir den immer selber vorne. Dann gibt es jetzt Toast mit Butter- und Erdbeermarmelade und ein leckeres Omelette. Und das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Ich habe nämlich die letzten zwei Tage keine Baked Beans gegessen. Ich habe mich beherrscht und mal lieber ein bisschen was anderes gegessen. Aber heute will ich Baked Beans. Das heißt, wenn ich das alles aufgegessen habe, hole ich mir noch ein kleines Schäbchen. Jo. Mein Mann kommt hoffentlich auch irgendwie wieder. Ansonsten bin ich hier ganz alleine. Und genieße die Aussicht. Wir sitzen heute mal drin, weil es ein bisschen kühler ist. Aber auch nicht direkt unter den Ventilatoren. Könnt ihr die sehen? Moment. Direkt unter den Ventilatoren war uns das neulich ein bisschen zu viel Zug. Deswegen haben wir uns jetzt hier so dahingesetzt, wo gerade kein Ventilator ist, man aber immer noch ein bisschen frische Luft hat, man aber auch nach draußen guckt, aber noch nicht so viele Mücken oder Fliegen. Deswegen perfekter Platz für heute. Na, da ist er, meine Gesellschaft beim Essen. Jawoll. Was hast du denn da alles aufgeschichtet? Dein Mann, wie wär's denn damit nicht? Mein Gatte, ja. Ich glaube, ich esse nachher noch Baked Beans. Was hast du denn da für einen Lappen? Das ist Dosa. Ah, das habe ich vorhin auch gesehen. Habe ich auch überlegt. Jawohl. Klar. Hat einen gewissen Eingeschmack. Ich probiere. Nach Brot, genau. Hat einen gewissen Eingeschmack nach Brot. Mhm. Das schmeckt dann wie deutsches Brot. Mhm. Ich habe Toast, hab mir getoastet. Hm. Da haben sich heute die Leute den Tisch schön decken lassen. Wir essen jetzt noch ein bisschen Melone. Ich habe mir noch einen Kakao geholt. Und yes, Baked Beans. Hallo. Hallo. Hallo mal wieder. Nein, wir haben jetzt gefrühstückt und jetzt schauen wir mal unsere neue Residenz an. Richtig. Schauen wir mal. Hinten lang, weil wir haben einen Hintereingang. Ja, es gibt immer auch einen Hintereingang. Da gehen wir jetzt durch, weil hier ist ein bisschen Schatten und da vorne knallt voll die Sonne. Deswegen gehen wir jetzt erstmal durch die Hintertür. Die Pinken habe ich noch nie bei Tageslicht gesehen. Hallo. Sehr hübsch. Fragt mich aber nicht, wie sie heißt. Ich komme. Es heißt Blume, okay. Leute, hier sind Bäume. Haben wir noch nie gesehen. Der veräppelt mich gerade. Oh, Sand. Nein. Wir laufen auf dem Boden. Boah. Wir fliegen. Sag mal, das waren wohl zu viel Zucker, die der hier heute in den Kaffee hat. Ne? Der ist doch interessant gewachsen von der Wurzel her. Stimmt. Die finde ich genial. Guckt euch das an. Was sind denn das für welche? Sind das so Mangroven? Nee, ist eine Palme. Das ist eine Palme. Aber krass, oder? Guckt mal. Ich finde das so geil. Ich könnte mir das ewig angucken. Hat die so kleine. Nee, es sind nur so kleine Auswüchse, aber muss man aufpassen. Kann man sich verletzen.
Aber krass, auch wenn man mal guckt, was da alles so drin ist. Und drin rumkreucht und fleucht. Juckt's mich gleich, muss ich weggehen. Warte auf mich, ich verlaufe mich auf der Insel. Ich weiß doch nicht, ob ich da geradeaus oder geradeaus gehen soll. Sind wir schon vorbei? Nee. Ah, da ist die 21. Ist noch ein Stück. Ja, da zieht man um, halbe Weltreise. Oh, guck mal, der ist ja cool. Ein Baum. Eine Palme. Da. Sieht witzig aus, oder? Guck mal. Nein. Sieht ein bisschen aus wie so eine Yucca-Palme. Stacheln. Nee, Stacheln nicht, das sind so. Das sind Stacheln. Das sind keine richtigen Stacheln. Achso, das sollen Dornen sein. Ja, so tun sie nicht weh, aber man sollte nicht entlang scheuern. Sieht das nicht krass aus? Die wachsen schon ganz normal da raus. So Luftwurzeln oder sowas. Aber auch da oben von dem Ast runter. Da. Krass. Sieht aus wie so eine. Nee. Hat mich gerade an eine Yucca-Palme erinnert. Aber wenn ich so gucke, das seht ihr jetzt nicht. Die Blätter haben so kleine Seitenstacheln, wie so Sägeblätter. Nicht wie bei einer Yucca-Palme. Aber ich habe keine Ahnung, was hier wächst. Also. Aber cool, ne? Müsste ich glatt mal googeln, was das für Palmen sind. Die sieht auch genial aus. Überall Schilder, denn es gibt ja zwei Richtungen hier. Das ist auch krass. Guckt euch das Ding an. Ich finde das krass. Ganz trockenen Blätter. So, gestern hieß es nämlich noch, wir bekommen die 507, jetzt scheinbar die 509. Das ist natürlich jetzt nicht der coolste Ausblick für euch, weil wir sind hier gerade zwischen den Hütten. Das ist unser Hintereingang, würde ich sagen. Oder eigentlich unser richtiger Eingang. Ja. Aber wir werden natürlich wieder alles auf die Terrasse stellen nach vorne. Lasst uns reingehen. Aha. Oh. Okay, Life-Jackets. Okay. Life-Jackets auf dem Bett, okay. Das Wasser kommt hier öfter. Für Wasseraktivität. Ein Spiegel. Boah, ist schon noch ein bisschen. Etwas nobler. Etwas nobler. Anderer Style einfach. Ja. Mit halt Blick aufs Meer, ne? Mit halt Blick aufs Meer ist schon ganz schön. Ja. Ticken, muss ich sagen. Ja, aber ich fand unseres mit den Bäumen auch schön. Aber. Anders geschnitten halt. Anderer Schnitt. Ist wieder was komplett anderes. Hier haben wir zum Beispiel kein Himmelbett, das fand ich eigentlich ganz hübsch. Aber so, jetzt. Wir haben hier den Fernsehertisch, einen Schreibtisch, eine Spur eleganter mit einem sehr, sehr großen Spiegel. Unsere Nachttischchen sind aber keine beleuchteten Würfel, die fand ich zum Beispiel schön. Unser Bett. Da sind zwei Schränke, so ein solcher, einer wieder mit Spiegeln. Können wir schnell reinschauen. Boah, nochmal Life-Jackets. Ich glaube, ich werde die Life-Jackets erstmal da reinlegen gleich. Hier ist der Safe, die Flip-Flops, die Beach-Towels, der Föhn ist auch im Schrank. Der ist hier. Können wir ja die Life-Jackets dann reinlegen. Hier ist nochmal Hängefläche. Ja, und Schirme. Da, in der Ecke. Die sind hier nämlich überall, die kann man als Sonnenschirme nutzen. Hm, könnten vom Stil her hübscher sein, aber immerhin. Okay, dann gucken wir mal weiter. Das Bad. Das Bad. Auch draußen, okay. Okay, ja. Ach, mit Schminkspiegel sogar hier. Cool. Den hatten wir nicht. Mir hat aber unser Waschbecken besser gefallen bei den anderen. Ja, ich fand es auch praktisch, dass unsere Handtuchhalter nicht so über dem Waschbecken war. Da konnte man die Handtücher schön lang hängen, aber. Wir wollen ja manchmal überkritisch werden. Aber auch nett. Ansonsten ähnlich. Toilette,
Wo ist die Dusche? Die ist auch im Freien. Überdacht, ne? Überdacht. Ja, die ist überdacht. Kann von Vorteil sein, ist aber eigentlich egal. Hat aber nicht so eine Sitzbank wie bei uns, so für die älteren Herrschaften. Hier ist der Jacuzzi, aber jetzt bin ich doch froh, dass wir unseren hatten, weil erstens ist dieses Outdoor-Teil hier allgemein ein bisschen kleiner. Das ist auf 38 Grad gestellt. Na, runter. Naja, gut, was heißt, der ist kleiner? Hier gibt es halt überhaupt. Hier gibt es halt jetzt keine überdachte Fläche. Die hat man vorne auf der Veranda, aber da ist man halt nie ganz ungestört. Ne? Auf der Veranda kann halt immer mal jemand vorbeilaufen, klar. Aber man hat halt seine Liegen, seinen Sonnenschirm und alles hier draußen. Deswegen ist wahrscheinlich der Outdoor-Bereich ein bisschen kleiner. Hier sind wir auf der Terrasse. Also ist auch sehr, sehr schön natürlich. Kleine Treppe, dann nochmal liegen vor der Tür. Ist durch Büsche alles relativ schön abgetrennt von den anderen. Hier hat man seine Liegen, Sonnenschirm, Tisch und Stühle. Kann man den Sonnenschirm? Ja. Aber wie gesagt, man hat jetzt zum Beispiel nicht hier nochmal die überdachte Fläche neben dem Jacuzzi. Und was mir persönlich halt nicht so gut gefallen hat, ist, dass dieser Jacuzzi wie so eine freistehende Badewanne ist. Ich meine, es ist eine Ablage drumherum hier. Also man kann da sein Glas oder auch mal ein Kerzchen hinstellen, das geht. Aber ich fand es bei uns eigentlich relativ cool, dass der so ebenerdig war. Das hat mir nämlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Aber meckern auf hohem Niveau. Auch nett. Großes Manko beim Sonnenschirm. Der ist nicht biegbar. Ah ja, unser Sonnenschirm ist nicht biegbar. Also der ist steif. Biegen jetzt, wenn die Sonne sich irgendwie ein bisschen wendet, dreht, kann man jetzt nicht. Das ist nicht im Schatten. Ja, jetzt im Moment hat man hier zum Beispiel die Liegen nicht im Schatten. Und da man den wohl nicht biegen kann, ja, muss man damit halt leben. Und im Moment steht die Sonne halt genau da. Das heißt, sie scheint hier genauso halb drauf, halb auf die Liegen. Jo, das ist es, die 509. Ja, die Life Jackets können wir mal vom Bett entfernen, denke ich. Und, was sagen wir? Aber das Zimmer war hübscher. Hm? Also das Zimmer hier sieht vielleicht ein bisschen schicker aus, aber insgesamt die ganze Villa betrachtend, muss ich ganz ehrlich gestehen, hat mir die Aufteilung in dem anderen Zimmer besser gefallen. Es war alles ein bisschen, hier hat man zwar jetzt mehr Licht, aber der Jacuzzi, das Bad war ein bisschen besser sortiert, den ich umliegen konnte. Hier stört mich am meisten, dass zwar ein Sonnenschirm da ist, aber du den nicht einstellen kannst. Also ja. Musst dich trotzdem gut mit Sonne passen. Ein paar Mankos finde ich, also an sich ist der Raum schon schicker, aber wie gesagt, da hinten finde ich, war es bei uns mit dem überdachten Liegeteil, auch wenn ich den kaum genutzt habe, fand ich nicht schlecht. Aber es ist auch sehr, 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 sehr schön auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Hübsch gemacht. Ja, dafür hat man natürlich dann hier den Blick aufs Meer, was mir persönlich nicht so ganz wichtig war. Ich fand ja unsere Palmen schön. Aber ist natürlich, wenn man dann hier auf dem Bett liegt. Ja, er testet schon. Ich teste auch mal. Ja, das ist schon schön. Wenn man dann hier liegt, ja, guckt man natürlich da hinten aufs Meer. Ne? Das ist natürlich schon ganz nice. Moment, ich zoome. So. Ist schon ganz hübsch, ne? Es ist schön, aber abends bist du auch nicht so ungestört. Wenn du jetzt sagst, du willst auch abends hier im Bett liegen, noch ein bisschen das Meeresrauschen, Tür offen oder was auch immer, hast natürlich hier drin dann auch ein Licht an und da kann dir ja jeder reingucken, der am Strand vorbeigeht. Ist sogar garantiert, weil hier Licht herkommt. Ja, und am Strand laufen immer Leute entlang. Gerade auch im Abendlicht oder so, das passiert immer. Klar haben wir Gardinen. Also es ist schön, gar keine Frage. Aber es ist nicht schlimm, dass wir die nicht von Anfang an gebucht hatten. Was wir ja nicht getan haben, weil wir dachten, dass sie keinen Jacuzzi hat. Mhm. Aber ich bin jetzt ganz froh, weil ich habe ja extra drauf bestanden, dass er hier live chattet und schaut, dass wir so einen ebenerdigen Jacuzzi bekommen. Hätten wir hier nicht gehabt. Nee. Und wir hatten es ja nicht so weit zum Strand. Der stand da auch ein bisschen offener. Also wenn man was mit Kerzen oder so machen wollte, war das besser. Mhm. Hier geht das nicht. Es ist alles ein bisschen enger hinten raus. Bei uns war es größer. Aber dafür ist halt hier die Sea View.
die wir ja auch hatten, aber nicht so nah. Und wir haben es nicht so gehört. Hier hört man halt das Meeresrauschen. Also für eine Nacht ist okay. Man kann es auch hier aushalten eine Woche. Geht schon. Aber ist nicht schlimm, dass wir es... Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt im Nachhinein sagen, oh Mist, wenn wir gewusst hätten, dass es einen Jacuzzi gibt, hätten wir das gebucht. Schade. Nee, oder? Nee. Nee. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Das ist natürlich Geschmackssache und für eine Nacht nehmen wir es natürlich jetzt gerne mal an. Ja. Ja, naja, hübsch ist es ja schon, gell? Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, dass wir heute noch ein bisschen was machen.